Unsere Flussreise wird uns von Lyon zunächst über die Saône Richtung Norden nach Tournus, Mâcon und nach Chalon-sur-Saône in Burgund führen. Von dort wieder zurück über Trévoux, an Lyon vorbei in die Rhone. Hier fahren wir dann weiter südwärts über Viviers zum südlichsten Punkt Tarascon. Ab hier geht's wieder Richtung Norden über Avignon, Vienne zurück nach Lyon. Morgens um 4.30 Uhr starten wir in Köln und haben 12 Stunden Busfahrt vor der Brust. So erreichen wir pünktlich um 16.30 Uhr unsere MS Annabelle. Während des Abendessens legt MS Annabelle ab und passiert nach 17 Flusskilometern bereits die erste Schleuse in Bouzon. Als wir am Morgen wach werden, liegen wir bereits in Tournus. Dieser kleine Ort mit seinen 6.200 Einwohnern blieb über die Jahrhunderte nahezu unversehrt. Noch vor Mittag setzen wir die Reise fort und erreichen um 14 Uhr Chalon-sur-Saône. Unsere erste Besichtigung gilt dem ehemaligen Hospital Hôtel Dieu. Und wenn wir schon mal in Burgund sind, müssen wir natürlich auch am Abend nehmen wir wieder Kurs Süd, passieren das beleuchtete Tournus und erreichen in der Nacht Mâcon. Mâcons Fußgängerzone lädt zum Bummeln und Entspannen ein, was wir gerne nutzen. Es ist eine geschäftige und lebendige Stadt und ein idealer Ort für alle, die den edlen Tropfen lieben. Liebhaber vollmundiger Weißweine sollten Chardonnay aus Pouilly-Froissé oder Pouilly-Loché probieren, während die Rotweine aus dem Beaujolais zum Beispiel den Namen Moulin à Vent tragen. Thank you.
Gegen 15 Uhr erreichen wir Trévoux und beobachten beim Anlegen die Boule-Spieler. Nachdem wir die Ausflügler herausgelassen haben, geht es weiter Richtung Lyon, wo wir von der Saône in die Rhône fahren, der wir nun bis fast ans Mittelmeer folgen werden. Am heutigen Vormittag relaxen wir an Deck und lassen die Landschaft des weiten Rhonetals an uns vorbeiziehen. Kurz nach der Schleuse passieren wir das Kernkraftwerk in Couas, was seit 1985 Energie in das Stromnetz gibt. In Viviers werden wir abgeholt zur Trüffelfarm in der Nähe von Grignon. Hier wächst die begehrte Pilzart in kultivierten Eichenplantagen. Wir hören, dass sich weibliche Labradore am besten für die Suche der Trüffel trainieren lassen. Den Besuch der Trüffelfarm schließen wir ab mit einer ausgiebigen Probe dieser Erdfrucht. Beim anschließenden Besuch des mittelalterlichen Ortes Grignon zeigt sich Frankreich wieder von seiner schönsten Seite. Die Geschichte des Ortes lässt sich bis ins 11. Jahrhundert zurückverfolgen. Von hier hat man im Frühjahr einen fantastischen Blick über riesige Lavendelfelder bis in die Ausläufer der Cevennen. In der Nacht erreichen wir den südlichsten Hafen unserer Reise, Tarascon. Früh um 7.30 Uhr beginnt unser Ausflug. Mit dem Land Rover fahren wir ca. 45 Minuten, zum Teil über Schotterpiste, in die Camargue. Dort sehen wir nicht nur Flamingos in freier Wildbahn, auch die kleinen schwarzen Stiere, die für die unblutigen Stierkämpfe in den Arenen der Camargue gezüchtet werden. In Saint-Marie-de-la-Mer machen wir einen Stopp und besuchen den örtlichen Markt. Wenn wir schon mal hier sind, darf natürlich auch ein Blick auf das Meer nicht fehlen. Auch die bekannten Camargue-Pferde sind keine Wildpferde mehr. Sie haben Besitzer und leben auf eingezäunten Weiden. Zurück auf dem Schiff werden wir von der Kreativität unserer Zimmerperle, Verzeihung, Kabinenperle, überrascht. Am Nachmittag erreicht MS Annabelle Avignon. Da wir gut in der Zeit liegen, legt der Kapitän für seine Gäste noch ein extra Manöver ein und zeigt uns ausführlich die bekannte Brücke von Avignon. Avignon mit seinen 90.000 Einwohnern liegt am Ostufer der Rhone und ist noch heute vom mächtigen Papstpalast und der 7 Jahrhunderte alten 4,3 Kilometer langen Stadtmauer geprägt. Die Stadt ist voller Leben, was sich vor allem im Sommer in den Straßencafés und Restaurants der Altstadt abspielt. Nach dem Essen lassen wir die Abendstimmung dieser wunderschönen Stadt auf uns wirken. Vor dem Papstpalast zaubert ein Gitarrenvirtuose für die Zuschauer und Zuhörer ein romantisches Erlebnis, das noch lange in uns nachwirkt. Musik.
Der Reiseführer erwähnt auch besonders die Markthallen, die wir uns auf keinen Fall und vor allem nicht in Frankreich entgehen lassen wollen. Und wie man sieht, bleiben dem Feinschmecker hier keine Wünsche offen. Mir läuft schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Beim weiteren Gang durch die Stadt können wir auch einer mittelalterlichen Vorführung beiwohnen. Avignon ist in jedem Fall eine der Perlen in Frankreich. 2000 Jahre alt und immer noch die schönste Wasserleitung der Welt. So schreibt der Reiseführer. Der Pont du Gard ist eines der besten erhaltenen römischen Bauwerke in ganz Europa. Die Römer haben diese Brücke im 1. Jahrhundert als Teil einer 50 Kilometer langen Leitung konstruiert und hier über den Fluss geführt. Ich frage mich, warum die Brücken der Neuzeit nur 50 Jahre halten. Das nahegelegene Städtchen Uzès mit seinen 8600 Einwohnern ist auch wieder eine Augenweide. Bei 30 Grad Celsius im Schatten nehmen wir ein kühles Bier auf dem arkadengesäumten Place aux Herbes und lassen wieder einmal das Savoir-Vivre auf uns wirken. Zurück auf unserer MS Annabelle wartet am Abend das Galadinner auf uns. Natürlich nicht ohne die abschließende Zeremonie à la Traumschiff. Nun haben wir eine fast 24-stündige Non-Stop-Fahrt vor uns, was uns Zeit lässt, all die schönen Eindrücke und Erlebnisse der letzten 6 Tage dieses Landes beim Blick auf die vorüberziehende Landschaft Revue passieren zu lassen. Mir kommen Begriffe in den Sinn wie Savoir-Vivre, die Kunst, das Leben zu genießen. Welches Völkchen kann das wohl besser als die Franzosen? Wir haben auf dieser Reise versucht, es für wenige Augenblicke ihnen gleich zu machen. Gleich nach Savoir-Vivre fällt mir der Ausdruck Laissez-faire ein, was sie so viel bedeutet wie Toleranz, Lässigkeit, Gelassenheit. Oder jeder möge nach seiner Fasson glücklich werden. Wir haben gesehen, dass der Spruch Leben wie Gott in Frankreich nach wie vor Bestand hat. Denn kaum ein anderes Land in Europa strahlt mit seiner Lebensweise der hier lebenden Menschen so viel Gelassenheit und Fröhlichkeit aus. Dieses Flair haben wir in allen besuchten Dörfern und Städtchen Frankreichs erlebt. Und was ist nun der Unterschied zu uns Deutschen? Den Deutschen muss man verstehen, um ihn zu lieben. Den Franzosen muss man lieben, um ihn zu verstehen. Das ist jetzt nicht von mir, sondern von Kurt Tucholsky. Wir lieben die Franzosen. Nur das Verstehen klappt nicht immer. Aber daran arbeiten wir noch. In Vienne, einem Vorort von Lyon, werden wir herausgelassen und fahren für eine Stadtbesichtigung mit dem Bus nach Lyon rein. Lyon streitet sich mit Marseille, nach Paris die zweitgrößte Stadt Frankreichs zu sein. Die Basilika Notre-Dame de Fourvière wurde 1884 auf dem Fourvière-Hügel errichtet. Von hier hat man einen fantastischen Ausblick über die Stadt mit seinen 2,2 Millionen Einwohnern. Beim Rundgang durch die Altstadt versuchen wir ein letztes Mal, das Savoir-Vivre in uns aufzunehmen. Der letzte Ausblick am Abend ruft Au revoir, auf Wiedersehen, bevor wir uns am nächsten Morgen von MS Annabelle und seiner Besatzung verabschieden müssen. Es war wieder einmal eine wunderschöne, gelungene Reise. Danke MS Annabelle und der Besatzung, danke auch an Phoenix Reisen Bonn.